Der Wächter von Gotham. Gotham City. Batman ist immer noch da, Leute. Und zwar sind wir hier. Wir haben das Spiel durch. So theoretisch zumindest. Zumindest die Hauptstory. Es gibt natürlich, wie ihr hier vielleicht noch seht, noch sehr viele Nebenstories, die wir spielen könnten. Wir fliegen jetzt aber erstmal so Betthülle rum. Ich will... Betthülle zurück. Betthülle zurück. Ich will mir nämlich mal die ganzen Kostüme und ähnliches anschauen. So, mal gucken, ob ich mit Alfred auch das Weihnachtsmahl jetzt endlich essen kann. Oder ob man dafür das Spiel wirklich erst auf 100% spielen müsste. Denn ich bezweifle, dass ich das je tun werde. So, hier waren die ganzen Kostüme. Die gucke ich mir doch erstmal an. Garderobe. Batman. Blackest Night. Batman Blackest Night. Genosse Superman. The New 52. Das ist der Batman, den ich hauptsächlich noch kenne, muss ich zugeben. Noel. 1 Million. Erster Batman. Ich muss zugeben, ich finde den... Alter, guck mal, was er da für einen Schritt hat. What the fuck, man? Ich finde den Anzug wirklich noch am besten, obwohl er schon voll demoliert ist. Ich glaube, die können auch gar nicht demoliert sein. Nehme ich mal den. Und jetzt können wir auch in diesen Anzügen rumlaufen. Yeah. Wir haben neue Anzüge. Alfred? Wo bist du? Ich will mein Weihnachtsessen. Wo ist denn der Mann? Was bist du? Die Trainingskonsole. Die brauchen wir jetzt ganz sicher noch. Alfred! Dude, wo versteckst du dich? Kann ich jetzt eigentlich mein Haus? Ach, ich fühle mich verarscht. Aber schön, dass meine Bathölle wieder heilig ist im Endeffekt. Nein, ich will doch gleiten. Dort lag doch mal Alfred, damit hätte ich doch mal hinkommen müssen. Okay. Aber der scheint nicht hier zu sein, oder? Also ich sehe ihn zumindest nicht. Okay, heil ist er immer noch nicht, wenn man sich das hier mal so anguckt. Sieht zumindest nicht sonderlich heile aus. Wie komme ich eigentlich darauf, dass er heile ist? Überall kaputt, zerstört und so? Ja, aber er ist wirklich nicht anwesend, oder? Pause bei der Arbeit gibt es ja gar nicht. Wo können wir denn nochmal hin? Was können wir denn noch machen? Das Blackgate-Gefängnis. Das jetzt komplett nutzlose. Nickmas Hauptquartier, da können wir noch nicht rein. Bird, naja. Blackmass Drogenlager. Shiva-Test, da will ich hin. Gehen wir doch nochmal zum Shiva-Test. Oh, das ist kein Stück laut, du. Überhaupt nicht. So. Ich weiß nicht mehr, wie das gleiten geht. So. Das GCCP war nichts gewachsen. Ja, wer weiß. Huh. Ich muss dahin. Irgendwo. Muss ich hier rein? Geht's hier rein? Ja, bestimmt. Irgendwo da hinten.
Kommt man denn nochmal schneller ranziehen? Ich weiß das gar nicht. Ja, hier geht's rein. Hier hoch. Mit der schönen Rolle. Wie deine Augen. Was geht denn hier ab? Also ein ordentlicher Sniper, Alter. So. Hier soll es sein. Treffe dich mit Shiva. Muss ich da rein? Oder wie? Oder was? Oder wo? Wonder Tower. Warum bist du hier? Hast du nicht eine Stadt zu retten? Sie haben einen Mann umgebracht. Ja, eine Lektion, die du nicht verstanden hast. Und es werden noch viele sterben, wenn du es nicht endlich tust. Dann müssen sie sich für jeden davon verantworten. Ich bewundere deine Leidenschaft. Aber deine Motivation ist fraglich. Jetzt, lass uns kämpfen. Besiege Shiva. Warum so viele von der? Warum können die alle einen auf Schattenklone machen? Woher weiß ich jetzt, welche die echte ist? Oder kriegt die bei allen Schaden? Oder die kriegt richtigen Schaden. Nochmal hauen. Tati! Ach, nur die hat, glaube ich, auch keine Maske auf, ne? Ne, das sind echt andere Perlen hier. Wow. Und nur Shiva greift mit der Faust an. Boah, lass mich doch in Frieden. Okay. Du willst mir jetzt zeigen, warum holt sie sich denn normale... Achso, das sind auch noch Leute von dir. Und wie ich das kann, guck dir mal an. Wie ich dir ins Gesicht kloppe, du. Genau, pass genau auf. Testen wir deine Stabilität. Die Stabilität deines Gesichtes. Ich zeige dir. Ich zeig dir gleich mal was, du. Verpiss dich. Du auch. Eine Sonderfolge. Der Test ist vorbei. Und damit auch dein Leben. Deine Mutter ist vorbei. Genug. Was? Geschickt, ehrenhaft. Ernsthaft? Umgebungsvoll. Ich verstehe, warum der Meister dich ausgewählt hat. Oh ja. Es scheint, als hätten wir heute beide etwas gelernt. Sie und ihr Meister interessieren mich nicht. Ich übergebe sie der Polizei. Nein, das wirst du nicht. Aber du hast eine Gnadenfrist verdient. Ich hoffe, du erkennst noch, wie falsch du mit Gotham liegst. Es soll nicht gerettet werden. Es kann nicht gerettet werden. Nur gereinigt. Und aus der Asche neu geboren. Alfred, ich schicke dir zwei Koordinaten. Einen für eine Leiche, der andere ist für einen Überlebenden. Übermittle sie der Polizei. Ja, Sir. Sollen wir den Fall folglich als geschlossen betrachten? Fürs Erste. Ich glaube nicht, dass ich Shiva zum letzten Mal begegnet bin. Shiva. Besiegt. Richtiger Name unbekannt, Beruf Auftragsmörderin, Standort unbekannt, Augenfarbe braun, Haarfarbe schwarz, Größe 1,70, Gewicht 61 Kilogramm, Kampfkunst Großmeisterin, unerreichtes Können im direkten Nahkampf. Wieso? Ich habe sie doch gerade erreicht, damit. In der Polizeihalte findet sich nur wenig über sie, doch es gibt Anzeichen, dass Shiva eine der... Warte mal. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? Es fehlen auf jeden Fall noch zwei. Unter Verschluss. Das war jetzt gerade so, was mich interessieren würde. Jetzt. Schlimmster Albtraum. Charaktertrophäe freigeschaltet.
Neuer freigeschalteter Entwurf. Okay, ganz schön viele neue freigeschaltete Sachen. Falls ihr, ich werde diesen Part jetzt hier beenden. Ich glaube, einmal kurz die Kostüme zeigen, wie sie dann noch aussehen, wenn man sie anhat, hat man ja hier gerade gesehen in Action. Sind leider nicht so demoliert wie der erste. Der erste gefällt mir ehrlich gesagt, dieser Standardanzug gefällt mir immer noch am besten mitunter. Ja, falls ihr mehr vom Spiel sehen wollt, dann schreibt es mir doch jetzt bitte unter diesem Part. Also ob ihr wirklich noch mehr Parts sehen wollt, ob ihr hier die anderen Missionen auch noch sehen wollt. Schreibt einfach ja, nein, denn ich würde diese, zum Beispiel diese Netzwerk-Relays dann so machen, dass ich die einfach zusammenschneide, wo die sind, kurz auf der Karte und dann zerstören. Banes Hauptquartier. Genauso wie mit den Enigma-Datenfragmenten, wie man sie bekommt, wenn ich es gelöst habe. Also ich würde es dann schon durchaus cutten, also kürzer machen, damit ihr euch nicht alles antun müsst. Falls es euch zumindest interessiert. Wie gesagt, schreibt es am besten unter die Kommentare. Und sonst würde ich sagen, war es das eigentlich schon? Wir verlassen mal Batman. Gucken mal. Das ist das Hauptmenü. Was haben wir unter Extras? Extrainhalte und Abspann anzeigen. Abspann. Entwürfe. Genau, das sind ja die Sachen, die wir uns. Die kann ich euch auch nochmal zeigen. Killer Croc. Das Wunderland. Das Wunderschöne. Was ich ja über alles gehasst habe und immer noch hasse. Shiva. Haben wir ja gerade freigeschaltet. Sonst noch irgendwas? Da war noch was. Bane sehe ich da. Was ist das? Was ist denn das? Ich erkenne das jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall rennt da Batman da rechts auf dem Dach. Egal. Irgendein Dach halt. Hier ist Bane. Einmal normal und dann als er sich diesen neuen Virus gespritzt hat. Wovon wir in Arkham Asylum noch mehr von erfahren. Ja, mehr haben wir leider auch nicht freigeschaltet. Charaktertrophäen können wir auch nochmal gucken. Oh, da haben wir einige. Batman. Das ist die Charaktertrophäe zu Batman. Wie er hier steht mit seinem Unmagen im Wind. Oh, schöner Mond. Soll ich euch alle zeigen? Nee. Das mache ich jetzt nicht. Falls es da bestimmte Interessen gibt, die ihr sehen wollt. Ich kann euch auf jeden Fall auch nochmal Joker zeigen auf jeden Fall. So diese Hauptfiguren. Das mache ich jetzt gerade eigentlich hauptsächlich wegen Kotori. Das sieht so geil aus mit diesen Schatten des Mondes. Finde ich. Er mit seinem schönen Revolver da. Ah, die Perle ist so bescheuert. Finden wir hier sonst noch jemanden Interessantes? wie hieß sie nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Das kommt davon, wenn man nicht regelmäßig spielt. Sie hat uns ja auf jeden Fall vergiftet gehabt. Boah, ihre Zunge, ey. Und dann hat die auch noch so einen langen Waschlappen. Copperhead, genau, Copperhead hieß sie. Was auch immer das für ein Symbol sein soll. Copperhead. Ja, toller Ring, du. Und schöner Bauchnabel. Hust, hust. Sonst noch was? Was ist? Red Hood? Achso, ja. Joker, als er diesen roten Hut auf hatte, ne? Genau. Red Hood nennt sich das. Okay. Warte. So. Der sieht schon geil aus, finde ich. Diesen Lichteffekten. Das sieht schon geil aus. Killer Croc, da ist Shiva. Bane, Black Mask. Irgendwelche Bullen, Sword-Einheiten und so weiter und so fort. So, hätten wir sonst noch was? Zusammenfassung. Meine Tochter halte ich für einen Helden. Hä? Das heißt, die Story zusammengefasst, oder wie?
Scheint so. Irgendwie. Statistiken. Können wir auch nochmal reingucken. Handlungsfortschritt, Story 100%. Enigma haben wir gerade mal 17%. Anarchy haben wir auch schon fast fertig, 85%. Penguin Surfing Depots haben wir 83%. Black Mace Drogenlager. Kann ich hier gar nicht so durchgehen? Nee. Haben wir gar nichts. Shiva haben wir 100%. Mad Hatter haben wir 100%. Bird noch gar nichts. Genau wie zwei andere Sachen, die sind auch noch gesperrt. Dark Knight Herausforderungen, Verbesserungen und Sammelstücke. Herausforderungen. Könnt ihr euch ja hier sehr schön angucken. Also, mit 100% meinte ich jetzt aber hier diese Gesucht-Sachen nur noch abzuschließen. Ob ihr das wollt, ne? Also ich werde jetzt nicht das hier alles noch auf 100% bringen. Es geht mir persönlich wirklich nur um diese Gesucht-Sachen. Gesucht-Ausrufe-Sachen, die hier sind. Wo uns ja noch einiges fehlt, wie ihr seht. Wir haben nur zwei Sachen auf 100% und zwei noch gar nicht entdeckt. Falls euch das also interessieren sollte, hier können wir uns nochmal den Abspann angucken. Das wollen wir jetzt aber allerdings nicht. Hier wäre der Online-Modus. Extra Ingame Store, das leitet mich zu Dings weiter. Gut. Und jetzt machen wir einen auf Neues Spiel Plus. Herausforderungsmodus. Spiele Rang, Kampagne und Benutzer. Ja, super Sache. Ich bin die Nacht, schieße Neues Spiel Plus ab, um diesen Modus freizuschalten. Wahrscheinlich ist es dann einfach nur nochmal schwerer oder sowas. Keine Ahnung. Neues Spiel Plus könnte ich mir vorstellen, in einem Livestream, also das Livestream nochmal zu machen, so als Livestream-Let's Play. Muss ich mal schauen, weil dazu kam jetzt in letzter Zeit auch nochmal ein Ankündigungsvideo. Kann ich euch auch nochmal empfehlen anzugucken. Und sonst möchte ich jetzt sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Das war Batman Arkham Origins.